kommt es dir nicht komisch vor, dass dieser Rush immer nur seine Assistentin schickt? Bei einem Projekt dieser Größenordnung? Tanja. Ja. Dass diese Tanja von Anstetten keine saubere Weste hat, das weißt du besser als ich. Ich werde einfach so viele Nachtschichten im Krankenhaus übernehmen, wie es eben möglich ist. Und du bist sowieso den ganzen Tag im Büro. Dementsprechend laufen wir uns dann nicht mehr über den Weg. Du erinnerst mich total an Kevin. Ach was. Sorry, ich kann das echt nicht. Wir dürfen unsere Klagen nicht in dieses Kongresszentrum investieren. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wenn es mir nicht gelingt, das Fundament zu stabilisieren, wirklich schnell zu stabilisieren, stehen wir vor einer Millionenpleite. Ja, das weiß ich auch. Darf es noch was sein? Ja, ein Cappuccino bitte. Für mich nichts, danke. Gerne. Dann bin ich der Meinung, wir sollten ganz aussteigen. Wie stellst du dir das vor? Wir sind vertraglich gebunden. Die drücken uns eine Konventionalstrafe aufs Auge. Wir würden unseres Lebens nicht mehr froh. Aber genauso wäre es Wahnsinn, in ein Bauprojekt zu investieren, wo es eindeutig nicht mit rechten Dingen zugeht. Eindeutig? Bei einem solchen Riesenprojekt ist nichts eindeutig. Wir können nicht einfach stoppen, nur weil es irgendwelche Vermutungen gibt. Wenn wir das Geld nicht investieren, sind wir erledigt. Arno. Dann gib mir wenigstens die Chance, Beweise zu finden. Wir haben keine Zeit mehr, Elisabeth. Arno, bitte. Vertrau mir. Ich werde das Angebot prüfen und dann melden wir uns bei Ihnen. Ja, wiederhören. Gibt es Probleme auf der Baustelle? Ansgar von Lahnstein hat sowas erwähnt. Sind Sie mit der Geschäftsführung von Almedia nicht ausgelastet, oder? Warum interessieren Sie sich neuerdings so sehr fürs Kongresszentrum? Eine Pleite bei einem so großen Projekt könnte sich auch negativ auf andere Bereiche der Holding auswirken. Falls es Sie beruhigt, auf der Baustelle läuft alles planmäßig und das eine oder andere Problemchen haben wir im Griff. Sie entschuldigen mich? Das wird Ihren Investor sicher freuen, Mr. Rush. Investiert er eigentlich auch in andere Bereiche oder widmet er sich hauptsächlich Bauprojekten? Weinbach, ich wollte gerade zu Ihnen. Entschuldigung. Ja, das wollte ich auch gerade. Es gibt Neuigkeiten von der Baustelle. Herr Brandner hat endlich eine Lösung gefunden, das Fundament zu stabilisieren. Sehen Sie, Ihre Sorge war ganz unbegründet. Wie schön. Alles Weitere sollten wir beim Essen besprechen. Ja, aber gern. Herr Beinbach, einen Moment bitte. Ja, Graf Landstein, was kann ich denn für Sie tun? Mr. Rush hat sich soeben telefonisch angekündigt. Er kommt nach Düsseldorf. Aha. Ja, er möchte die Baustelle besichtigen. Sie gehen mit und führen ihn ein bisschen rum. Natürlich. Was hast du vorhin eigentlich damit gemeint? Womit? Naja, als du gesagt hast, du bist verrückt nach mir. Das habe ich gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, und wenn schon? Ich meine, guck mal, wir haben geknutscht. Da sagt man doch sowas mal. Kann es sein, dass du meinetwegen Liebeskummer hast? Eingebildet bist du überhaupt nicht, ne? Nee, guck mal, im Ernst. Ich finde dich echt super nett, aber mehr ist da nicht. Sei ehrlich. Du bist in mich verliebt, habe ich recht? Nein! Ja, doch. Shit. Tut mir leid, Robin. Ich kann das nicht erwidern. Ich kann mich nicht auf dich einlassen. Kevin, stimmt. Ich hänge so an ihm. Du bist ihm so verdammt ähnlich. Das würde nicht funktionieren. Moritz, was machst denn du hier? Hi. Sie kennen den Jungen? Ja. Danke, Frau Kepler. Ich komme schon klar. Boah, ist die finster.
Also, was machst du hier? Ach, eigentlich wollte ich nur mal so schauen, wie es euch so geht, dir und Leonard. Und deshalb kommst du einfach so hier vorbei? Hast du Ärger? Naja. Man kann es nicht verstehen. Nur weil Kevin mal wieder vom Erdboden verschluckt ist, habe ich doch trotzdem noch Gefühle für ihn. Ja, aber warum? Der Typ kommt und geht, wie er will. Und wenn er da mal da ist, dann behandelt er dich wie Scheiße. Das kannst du doch gar nicht beurteilen. Du kennst ihn doch kaum. Ja, dann erklär's mir. Warum hängst du so an diesem Typen? Ja, so einfach war es noch nie mit Kevin. Und deswegen hängst du so an dem, weil es so kompliziert ist? Ich war mir auch nicht sicher, warum ich nicht von ihm lassen kann. Aber vor ein paar Tagen am See, da ist es mir plötzlich wieder klar geworden. War das so anders? Wenn du so willst. Wir haben rumgeknutscht wie die Wilden. Erzählt. Gelacht. Es war so vertraut. Er war also einmal nett zu dir. Außer, dass er sich danach direkt wieder verpisst hat. Und ich bin noch hier. Also was ist der Unterschied zwischen uns beiden? Der Unterschied? Ja. Ich meine, du sagst, ich sehe genauso aus wie er und du liebst es, wenn er lieb und nett zu dir ist und ich bin immer nett zu dir. Nicht nur jedes Schaltjahr. Ja, das stimmt. Ich mag dich auch sehr. Aber? Aber was? Kannst du dir nicht vorstellen, für mich die gleichen Gefühle zu haben wie für ihn? Du bist eben nicht Kevin. Und den kann keiner ersetzen. Auch du nicht. Gut. Ja, gut, wie du meinst. Gut, wir treffen uns dann vor der Bank, ja? Tschüss. Graf Landstein? Frau Brandner, schön, Sie zu sehen. Möchten Sie mit meinem Sohn sprechen? Ja, das heißt nein. Eigentlich möchte ich mit Ihnen noch mal über das Kongresszentrum reden. Ja, bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ja, wie Sie sich vorstellen können, bedarf das Abstützen des Fundaments weiterer Investitionen. Übersteigt das Ihre finanziellen Möglichkeiten? Nein, die Gelder vorzustrecken ist überhaupt kein Problem. Genauso wenig Sorgen mache ich mir, dass die Lahnstein Bank später für den Auftrag aufkommt. Nur... Ja? Ja, Sie sind nun mal nicht der Einzige, der in das Kongresszentrum investiert. Auch ein gewisser Mr. Rush. Wollen Sie damit andeuten, dass Sie Zweifel an seiner Zahlungsmoral haben? Es hat nie ein persönliches Zusammentreffen gegeben. Und es geht immerhin um eine erhebliche Summe. Und deshalb denke ich mir, dass vielleicht eine Überprüfung von Mr. Rush angebracht wäre. Frau Brandner. Gibt es einen konkreten Grund für Ihre Bedenken an Mr. Rush? Frau Brandner. Lahnstein. Ja, dann will ich Sie nicht weiterstellen. Konnte ich Ihre Bedenken ausräumen, Frau Brandner? Bedenken? Ja, danke. Es ist alles geklärt. Einen schönen Tag noch. Kann ich mich auf die verlassen? Frau Kepler, könnten Sie Carla sagen, dass ich ein bisschen später ins Büro komme? Sehr wohl. Danke. Jetzt mal in echt. Wo habt ihr die denn her? So, das kann ich dir nur aus so einem alten Kostüm schenken. Bitteschön, dankeschön, sehr wohl. Also, sie kann auch sehr nett sein. Aber jetzt erzähl du mal. Wieso bist du aus dem Haus abgehauen? Ich dachte, du fühlst dich ganz wohl da und mit den Betreuern kommst du doch auch gut klar. Ja, ich bin dir und Leonard auch sehr dankbar dafür, aber es hat halt Stress gegeben. Mit wem? Mit so einem Typen. Aber nicht der Rede wert. Es ging um so ein Mädchen. Hm. Und deswegen willst du jetzt nicht mehr da wohnen? Ach, und noch wegen ein paar anderen Sachen. Aber wie gesagt, nicht der Rede wert. Und jetzt? Ich meine, willst du erstmal eine Weile hier auf dem Schloss bleiben? Nee, hier in dem Novischuppen. Das ist nichts für mich. Ich ziehe lieber mein eigenes Ding durch. Wie du meinst. Aber
Ich denke, wir werden da noch eine andere Lösung für dich finden. Jetzt sag doch mal, du hast Coco auch nicht gesehen, oder? Felix, wie oft denn noch? Ich habe keine Ahnung, wo sie sich rumtreibt. Und Robin? Die An- und Abmeldepflicht gibt es nur beim Einwohnermeldeamt. Hi. Hi. Ihr wurdet schon vermisst? Hi. Wart ihr unterwegs zusammen? Ja, also wir haben uns zufällig getroffen. Wir waren da was trinken. No Limits? Ja. Komisch. Ich war vorhin auch dort. Ich habe euch da gar nicht gesehen. Tja, dann müssen wir uns knapp verpasst haben. Wir waren auch nur ganz kurz da. Ja, ich mach mir mal was zu essen. Willst du witzig an? Lies mal was vor. Nein, das geht nicht. Johannes von Lahnstein hegt nicht den geringsten Zweifel an der Integrität von diesem Rasch. Auf ihn können wir überhaupt nicht zählen. Bedauerlich, aber nicht zu ändern. Dafür habe ich erfahren, dass Rush heute auf der Baustelle erwartet wird. Das ist aber merkwürdig. Er hat kein Wort darüber verloren. Ich nehme an, weil er von diesem hohen Besuch selbst nichts weiß. Das wird ja alles immer mysteriöser. Seltsam ist auch, dass Johannes von Lahnstein diesen Rush überhaupt nicht persönlich kennt. Das bestätigt nur meine Vermutung. Nur Bernd, Ansgar und Tanja stecken mit Rush unter einer Decke. Wir sollten dieses ominöse Zusammentreffen nutzen, um endlich Beweise zu finden. Tja. Ja, aber was sollen wir machen? Ich denke noch mit Schrecken an unseren missglückten Hackerangriff. Ach, uns wird schon was einfallen. Ich kann meinen Termin mit Johannes von Lahnstein nicht einfach so platzen lassen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Sie müssten dann alleine zur Baustelle. Was soll ich da? Dieser Rasch wird mich kaum zum Gespräch bitten. Ach, versuchen Sie, irgendwas rauszufinden. Aber seien Sie vorsichtig, es könnte gefährlich werden. Gefährlich? Ja. Na, großartig. Frau Brandner, Sie sind ja noch hier. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch mit meinem Sohn weitere Details zum Kongresszentrum besprechen. Ehrlich gesagt, wäre mir ein andermal lieber. Ich habe einen wichtigen Termin, aber ich kann Ihnen versichern, dass alles korrekt verläuft. Ja, selbstverständlich. Ich muss in die Uni. Und da ich den Laden hier im Moment alleine schmeiße. Naja. Du, Nicole, wenn das für dich okay ist, dann kann ich doch so lange übernehmen. Ehrlich? Klar. Na, das wäre natürlich super. Aber kennst du dich denn überhaupt damit aus? Natürlich kenne ich mich damit aus. Ja, dann bin ich mal weg. Und vielen Dank. Tschüss. Tja, dann hätte ich als erste Übung mal gerne neue Cola. Eine Cola für den Doktor. Kommt sofort. Ich habe hier auch schon mal gearbeitet. Ja, daran kann ich mich auch noch gut erinnern. Hallo, Cecile. Hi. Was machst du denn hier? Bist du nur so vorbeigekommen, oder? Nein, ich habe dir jemanden mitgebracht, den du sehr gut kennst und der deine Hilfe braucht. Hey. Moritz! Ja? Also wegen vorhin. Ich möchte dich bitten, dass du... Na, es wäre besser, wenn... Wenn ich das alles für mich behalte. Versprochen. Danke. Schon klar. Wäre es auch besser, wenn ich das vielleicht aus meinem Gedächtnis streiche? Was du gerade so treibst und wie es aussieht, nicht gerade viel. Nö, aber schön, dass du da bist. Sag mal, hast du Stress mit Robin? Der hat auch gerade so einen Krisenblick drauf. Sag mal, findest du ihn nicht auch irgendwie süß? Du hast sie doch nicht, den Robin. Anfangs konnte ich ihn auch erst nicht ab. Der hat sich mir gegenüber verhalten wie der letzte Idiot. Aber was? Inzwischen mag ich ihn total gern. Und wenn er mich nicht so an Kevin erinnern würde, dann...
Ja, was wäre dann? Moment mal, wie soll ich das verstehen? Es ist doch nur eine Übergangslösung. Solange bis Moritz was anderes gefunden hat. Entschuldigt bitte, aber falls ihr euch noch erinnern könnt, ich bin selber als Aushilfe hier eingesprungen. Ich kann den Jungen nicht einfach hier so arbeiten lassen. Ich kenne ihn ja nicht einmal. Ja, aber wir kennen ihn doch. Er hat einfach Stress zu Hause und braucht eine neue Bleibe. Komm schon. Lass ihn in der Pensionswohnung übernachten und die Miete kann er hier in der Kneipe abarbeiten. Du kannst dich wirklich auf den Jungen verlassen. Moritz ist in Ordnung. Und ich garantiere dir, er baut keinen Mist. Na, dann komm mal her. In der Küche werden wir bestimmt was finden, womit wir dich beschäftigen können. Danke, David. Na los. Und? Wie geht's dir sonst so? Was soll das, Sissy? Willst du jetzt Konversation machen oder was? Du hast mir zuletzt vorgeworfen, ich würde dir überall hin nachlaufen. Naja, und jetzt halte ich mich an deine Bitte und gehe dir eben aus dem Weg. Ich war nur hier, weil ich mit Moritz... Na, wegen Moritz, ich weiß. Das geht auch vollkommen in Ordnung, aber lass es uns einfach dabei belassen. Tja, ich muss jetzt eh ins Büro. Kümmerst du dich um Moritz? Ja, natürlich. Ich werde mich mit dem Sozialarbeiter, der ihn zuletzt betreut hat, in Verbindung setzen. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen hinreichenden Überblick über den Verlauf der Bauarbeiten liefern. Wie Sie sehen können, sind die Vorbereitungen für die HDI schon in vollem Gange. Das ist das Zauberwort. Damit wird der Brandner das Problem mit dem Fundament in den Griff bekommen. HDI? Ja, Hochdruckinjektion. Das können Sie sich so vorstellen, dass... Weinbach, das reicht. Sie können dann gehen. Hatten wir nicht noch etwas Geschäftliches zu besprechen? Ja, eben darum. Ja, aber ich als Bauleiter sollte ja wohl dabei sein. Wir sehen uns dann später im Büro, Weinbach. Ich gehe schon mal vor. Gut aus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du zu dieser Musik gerade meditierst. Wie konnte ich mich nur auf den ganzen Scheiß einlassen? Weißt du, mich vor Coco als Kevin auszugeben? Das... Wieso? Du hast doch einiges bewirkt damit. Du hast dich in Coco verknallt und weißt jetzt, dass du keine Chancen bei ihr hast. Genauso wenig wie Felix. Coco weiß wahrscheinlich selbst gar nicht, was sie gerade empfindet. Weißt du, sie weiß nicht, ob sie in Kevin verliebt ist, ob sie in mich verliebt ist oder in meinen Abklatsch als verdammter Kevin. Naja, dann hat sie ja eine ganz gute Auswahl. Respekt, Moritz. Das Lager hast du ja wirklich 1A aufgeräumt. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht kannst du dann jetzt die Küchenschränke putzen. Okay. Gut. Hey, David. Ich wollte von meiner Schicht im Krankenhaus nur mal kurz vorbeischauen und sehen, wie sich mein Schützling so macht. Schön, du kommst genau richtig. Es fehlt Geld. Du glaubst doch nicht, dass... Ausgeschlossen. Moritz hat damit nichts zu tun. Ja, wer sonst? Außer ihm war niemand hinter der Theke. Der Junge tut sowas nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, wirklich. Na, hoffentlich verbrennst du dich da nicht.
Moritz? Ich bin nicht gewillt, weiter Geld in das Kongresszentrum zu stecken, wenn dabei ein Problem nach dem anderen auftaucht. Ja, und bei Summen dieser Größenordnung kommt es halt manchmal zu Problemen. Sie brauchen sich in jedem Fall keine Sorgen zu machen. Ihr Geld ist bei uns sicher aufgehoben. Sie können mir viel erzählen von Lahnstein. Bisher haben Sie ja noch nicht einmal eine Vermutung darüber, wer hinter dem Hackerangriff auf mein System steckt. Dabei kam er nachweislich aus Ihrer Richtung. Ich kann Ihnen versichern, dass wir ihm auf der Spur sind. Das reicht mir aber nicht. Wer auch immer in unseren privaten Angelegenheiten herumschnüffelt. Ich will, dass diese Person ausgeschaltet wird. Mist. Mist, Mist, Mist. Du kannst mir sicher erklären, wo das Geld abgeblieben ist. Na, jetzt komm schon, Moritz. Zeig ihm, dass du es nicht genommen hast. Na los, Junge, das bringt doch nichts. Jetzt rück das Geld raus und dann sehen wir weiter. Du zeigst mir jetzt sofort, was du in deinen Taschen hast. Los jetzt. Sobald das Besprechungsprotokoll fertig ist, wird Ihnen meine Sekretärin eine Kopie zukommen lassen. Gut. Ihre Vorschläge haben uns einen entscheidenden Schritt weitergebracht, Frau Jones. Ah, Herr Brandner, schön, Sie zu sehen. Graf Lahnstein, guten Tag. Guten Tag. Frau Jones. Falls Sie zu meinem Sohn Ansgar wollen, er ist leider nicht im Haus. Nein, nein, mein Besuch gilt Frau Jones, es ist dringend. Gut, dann, die Arbeit ruft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich suche meine Frau. Entschuldigen Sie, wenn ich mit der Tür ins Haus falle, aber Sie waren doch mit ihr zusammen heute Mittag. Ja, da habe ich sie auch zum letzten Mal gesehen. Wir waren in der Bank verabredet, sie ist nicht erschienen. Und zu Hause ist sie auch nicht? Nein, und ihr Handy hat sie wahrscheinlich abgeschaltet. Sie können sich darauf verlassen, dass Beinbach ihre Millionen korrekt verbucht hat. Ich hoffe, dieser Beinbach war bei den Büchern wirklich genauso penibel wie bei seinen Ausführungen vorhin. So geht es weiter. Sorry. Ach du Scheiße! Ihr Verdacht gegen den jungen Grafen, gegen von Beinbach und diesen Mr. Rush. Ja, was ist damit? Also ich denke, wenn einer Klarheit in diese Sache bringen kann, dann ist es Johannes von Lahnstein. Ich sehe das ganz anders. Der Graf ist überhaupt nicht mit den Details vertraut. Deshalb möchte ich ja mit ihm sprechen. Ich halte das wirklich für keine gute Idee.